Mit wem redest du über Vielfalt? Über Vielfalt rede ich mit meinen Kollegen ganz viel, weil wir natürlich versorgen wollen, dass in ganz Deutschland, in unserer Gesellschaft, wir Vielfalt haben, in unserem Dialog, in unseren Gesprächen. Was wäre dein Leben ohne Solidarität? Es wäre so kalt! Die offene Gesellschaft findet in öffentlichen Räumen statt. Es sind einfach Momente. Und wir brauchen Momente, wo wir zusammenkommen. Oder ob es mit Musik ist, mit was zu essen, ist eigentlich egal, solange wir Momente haben, wo wir uns treffen. Gerade jetzt sehen wir, dass das gesellschaftliche Klima sich verhärtet, dass antisemitische und rassistische Angriffe zunehmen. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass wir gegen Rassismus gemeinsam aufstehen und dass wir uns gemeinsam für eine offene Gesellschaft einsetzen, denn wir glauben ans Kennenlernen. Eine offene Gesellschaft ist für mich eine Gesellschaft, in der wir ohne Angst verschieden sein können, also ganz unterschiedliche Hintergründe haben können, aber auch unterschiedliche Meinungen haben können. Gerade im Moment, wo wir erleben, dass die Rechten immer stärker und lauter werden, ist das eben für mich auch eine plurale, diverse Gesellschaft. Für mich ist es wichtig, heute hier zu sein, weil wir einfach eine starke Zivilgesellschaft brauchen. Und wenn wir aber das nicht hinbekommen, regelmäßig auch mit Leuten zu sprechen, die Sachen ganz anders sehen, dann driften wir als Gesellschaft noch weiter auseinander. Eine offene Gesellschaft für mich bedeutet, dass Leute an dem politischen Prozess teilhaben dürfen. Also eine Gesellschaft, wo Leute Vertrauen ineinander und in das demokratische Prozess haben.